Morgen, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Wir sind wieder unterwegs, kleine Wochenendtour. Wieder in die Niederlande? Ja, und zwar sind wir hier nach Roermond gefahren. Der eine oder andere kennt das durch das bekannte Outlet-Center in Roermond. Richtig. Ja, wir kennen Roermond, weil wir nicht weit von hier früher immer zum Autorennen vom Holger gefahren sind. Richtig. Ja. In Postholt. Da waren wir mal da und da sind wir mit dem Roller mal auch nach Roermond gefahren. Genau, da kann man super schön wie so kleine... Ja, man kann schon fast sagen, Grachten laufen durch die Stadt. Ja, die Cafés sind direkt da dran, also ist wirklich ein schickes Örtchen. Jeden Samstag ist hier Markt. Es ist heute Samstag. Mal gucken, ob wir uns den Markt noch angucken. Puh. Aber erstmal wollen wir euch den Stellplatz hier zeigen. Und zu dem Stellplatz muss ich direkt sagen, ich bin froh, dass heute Samstag ist, ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe, weil sonst hätte der Stellplatz bei mir persönlich und ich glaube auch bei dir nicht sonderlich gut abgeschnitten. Ja, wir sagen jetzt schon mal im Vorfeld, sagen wir, dieser Platz ist teuer. Ja, ja. Gestern habe ich mich wahnsinnig geärgert. Man muss hier wirklich, das ist ein Platz, wo man unterscheiden muss. Ne? Mhm. Also, wenn man hier in der ersten Reihe steht, mit diesem Ausblick da hinten, da seht ihr gerade schon, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da kommt ein paar Stand-Up-Paddler, dann ist er teuer. Aber man kann die Kröte von 40 Euro in dieser Reihe, also 40 Euro mit zwei Hunden, wenn ihr ohne Hunde anreist, kostet der 30 Euro. Der inklusive Strom. Inklusive Strom. Ja. Dann kann man das eventuell noch schlucken. Ja? Ich meine, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Preise hochgehen. Ja. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, vor 14 Tagen Goch, 5 Euro. Ja. Gut, das kann man jetzt nicht vergleichen. In Goch hat man nicht so einen Platz mit Wasser direkt. Ne? Richtig. Man darf hier in diesem See auch schwimmen gehen. Hier gibt es ganz viel für Wassersportler, wie zum Beispiel, da vorne ist eine Wakeboardbahn. Ihr könnt euer Stand-Up-Paddle mitnehmen. Dort vorne ist ein Hundestrand extra. Das ist schon gut gemacht. Jetzt kommt aber das Aber, und zwar, wenn ihr in der zweiten Reihe steht. Ja. Wenn ihr in der zweiten Reihe steht, habt ihr keinen Strom. Ja, ja doch, da gibt es Strom, aber da muss man sich schon untereinander ein bisschen helfen, weil da zu wenig Dosen sind. Da sind zu wenig Dosen. Also man steht, also wir hätten jetzt gestern, wir brauchen keinen Strom, aber wir hätten jetzt auch keinen kriegen können. Man steht schräg, also wir haben schräg gestanden, das ist nicht gerade, das ist asphaltiert. Man hat zwar auch dahinter ein bisschen Wiese. Aber kann ich das wieder zum Anlass nehmen? Sag mal, uns fehlt ja in dem Fred noch die Luftanlage für die Hinterachse. Ne? Ja, ja, die muss eigentlich noch rein. Ja. Ist bei Alko nicht ganz so einfach wie bei einem normalen Fahrwerk, deswegen tun wir uns da gerade noch ein bisschen schwer mit. Es ist halt bei Alko sehr, sehr teuer. Richtig. Ja, ja. Also, erstmal müssen wir meinen Führerschein fertig machen und bezahlen und dann können wir mal gucken, ob noch Geld da ist fürs Luftfahrwerk. Alles auf einmal geht. Jetzt werden wieder viele sagen, oh, der Holger verkauft den sowieso wieder bald. Seid nicht immer so voreilig. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, gestern hätte der, also in der zweiten Reihe, wo ihr nichts habt, keinen schönen Wasserblick und nichts, da kostet der Platz genauso viel wie in der ersten Reihe. Da finde ich, da hätte man den ein bisschen billiger machen können. Ja. Ja. Okay. Wir haben jetzt die erste Nacht auf diesem Platz da gestanden. Wir haben auch schon, das ist jetzt im Prinzip der zweite Teil von unserem Stellplatzvideo. Wir haben uns dann wirklich umentschlossen, haben gesagt, wir machen den Platz jetzt nicht ganz so schlecht. Ja. Weil gestern waren wir wirklich beide sehr, sehr angepisst. Jetzt kann man aber auch sagen, ja, Wochenende, gut. Aber wie gesagt, jetzt sagen wir, der Platz ist schön. Wenn man in der ersten Reihe steht, ist er göttlich. Ja. In der zweiten Reihe ist er nicht schön. Genau, ihr steht hier rückwärts, ist asphaltiert. Steht hier rückwärts und habt dann hinterm Auto jetzt, deswegen haben wir auch die Kamera umgedreht, seht ihr dann diese Aussicht hier. Und das geht einmal um diese Landzunge rum. Und ja, also das ist wirklich alles super, super schön. Ja, aber jetzt würde ich sagen, jetzt bewegen wir uns mal aus unseren Stühlen raus und zeigen euch den Platz. Genau, mitkommen. So, wenn ihr über die Brücke gefahren kommt da hinten, fahrt ihr sofort links rein. Dann in die rechte Spur. Und dann hier ist der Automat. Ja, auf dem Automaten geht ihr einfach auf Deutsch.
ich möchte buchen. Und jetzt schreibt er hier voll. Das ist daran geschuldet, dass die Plätze erst um 11 Uhr frei werden jetzt. Das heißt, ab 11 Uhr könnt ihr hier mehr sehen. Und dann seht ihr hier die ganzen Platznummern und könnt euch hier auf diesem Plan euren Platz dann aussuchen. Und dann bezahlt ihr mit EC-Karte oder mit normalen Scheine und dann... Dann gibt's die Quittung. Fertig. So. Ja, und direkt hier vorne gegenüber von der Einfahrt hier habt ihr einen Hundestrand. Ja, das heißt, da kann man mit dem Hund schwimmen gehen. Das ist schön. Dann noch eine schöne, geile Bar. Ne? Ja, hier vorne ist die Beachbar. Immer zu erkennen. Ist dann die andere Bar. Da gibt es Eis. Ja, alles. Ein Steakhouse ist da mit drin. Ja, ist da. Und hier vorne in diesem kleinen Container befinden sich ab morgens 10 Uhr die Mitarbeiter. Wenn man irgendein Problem hat oder nachbuchen mit dem Automat oder, vielleicht? Ja, der Automat war gestern kaputt. Und dann könnt ihr halt in diesen Container reingehen und da könnt ihr euch genauso anmelden wie an dem Terminal. Und was ich jetzt noch anmerken muss, wenn ihr die Straße hier entlang fahrt, kommt auf der linken Seite ein Container, da gibt es super geil Frikandelpommes. Oh ja. Ja. Da könnt ihr vom Platz aus mal eben mit dem Fahrrad hinfahren oder du bist gestern mit Jürgens Roller gefahren und Pommes, Frikandel, super lecker, können wir nur empfehlen. Ja. Fertig. So, mal gucken hier. Ja, wenn ihr hier angefahren kommt, müsst ihr auf die Pfeile auf der Straße achten. Das ist eine Einbahnstraße. Das haben heute schon zwei nicht kapiert und sind verkehrt herum der Einbahnstraße gefahren. Ja, hier sind Pkw-Parkplätze von Moby Dick. Ich weiß nicht, was Moby Dick ist. Moby Dick ist, glaube ich, das Restaurant, was zu der Wakeboardbahn gehört. Aber komm, Schatz, Wochenende, die Sonne scheint, das ist schon schön. Ja, also der Platz hier verfügt über 40 Stellplätze. Mhm. Er sagte, in Sommerferien und so machen die schon mal hier auf, dann ist das mit den Betreibern hier abgesprochen, dass hier an der Seite wohl auch noch parken. Und ist ja im Grunde genommen scheißegal, wo ihr parkt, Strom habt ihr ja eh nicht. Ja, hier ist so eine Betonfläche gemacht worden. Da hat er uns schon erzählt, hier kann man sein Wohnmobil waschen. Da wird er sich wohl vertan haben, der ist ja gerade den ersten Tag hier. Ja, Frischwasser gibt's da. Ja, genau. Ist der Preis mit drin? Das ist tatsächlich kostenlos. Ja, das ist kostenlos. Frischwasser ist kostenlos. Ja. Aber so. 40 Euro, ne? Ich wollte das jetzt nur noch mal erwähnen. Hier die Entsorgung. Ja, ein Loch mittig. Da kann man gut rüberfahren. Lustig finde ich, aber hier gibt's eine Steckdose. Ja, kannst dein Auto nur saugen vielleicht. Ein bisschen Strom ist doch. Ja, lustig. Ja, Müllcontainer stehen hier neben. Ja, genau, hier wird getrennt. Also genügend Container sind da. Das ist wirklich ein reiner Wohnmobilstellplatz. Hier dürfen keine Zelte und keine Wohnwagen hin. Ja. Nee. So, und wenn ihr dann die lange Straße hier angefahren seid, fahrt ihr hier einfach rum und dann geht die Einbahnstraße nämlich so weiter. Also man fährt so rein, so rum und hinten wieder raus. Eigentlich ganz einfach. Was ist deine Toilette hier? Wie sieht es mit der Herrschlöre? Also wie gesagt, Toilettenentsorgung habt ihr hier hinter der Wand. Und hier fahrt ihr einfach auf diese Betonfläche. Könnte dann hier Abwasser sein werden. Ja, hier haben wir dann so ein Gestell, wo ein Container draufsteht, der ein bisschen mit Holz verkleidet ist. Da geht die Frau mal reinkicken, ne? Oder? Gehen wir zusammen? Ja. Okay. Oder das ist schon keine Treppe für mich, da kann man durchgucken. Ja gut, das ist ja wieder Mona. Was haben wir hier? Spüle. Spülen. Genau. Oh! Was denn? Spülen ist auch nicht umsonst. Doch, ist doch zugeklebt. Ach so, ist zugeklebt. Ich war... Oh. Kommt da warm Wasser? Ja. Okay, also hier könnt ihr spülen. Heizkörper ist auch hier drin, also frieren tut man ja auch nicht. Nee. Also zwei Waschbecken. Ist jetzt gerade sauber? Ja. Sauber ist. Oh, da wird mir aber... Oh, guck mal hier. Ach, stell dich nicht so an. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Höhe. So,
Dann sind wir hier in den Damenduschen drin. Hier ist eine Dusche, auch hier ein großer Heizkörper. Zack. Mit einem Vorraum, mit einer Bank. So, und da in der Ecke ist eine Dusche. Ja, muss ich jetzt sagen, nicht gerade sauber. Nee, nicht sauber, Alfred. Nein? Nee. So, was haben wir hier? Waschräume. Ja, wir tun unser Bestes. Ehrlich? Und Dankeschön. Ein Waschraum. So, was fehlt uns noch? Das Damen-WC. Das macht die Sache, es reißt es nicht raus, das sage ich euch schon mal. Wir haben hier ein Waschbecken. Diese Toilette stinkt furchtbar. Hier, also zumindest das gute DM-Toilettenpapier haben sie. Ja. Und die Toilette war jetzt sehr kurz, weil das war sehr ekel. Das war nicht schön. Ja, weiter geht's. Jetzt kommt eine Sache, die wir aber ganz gut finden, ne? Also wenn einer von euch Wakeboard fährt, ja, dann ist er ja richtig aufgehoben. Ja, dann ist man, dann kann man vielleicht auch darüber hinwegsehen, dass das jetzt nicht alles so schön ist, weil, wenn ich die Kamera jetzt mal drehe, ist da eine wunderschöne Wakeboard-Anlage. Ja, die ist echt geil. Oh, guck mal, der fährt da hoch. Puff. Aber ich würde das so gerne mal versuchen, ne? Du passt aber doch wenn gar nicht, ich dann Bauchklatscher... Du passt doch gar nicht in so einem Gummianzug rein. Doch, ich passe in so einem Gummianzug. Weißt du, wie erotisch das aussieht? Das will keiner sehen. Nein. Aber ich glaube, das wird so richtig peinlich, wenn ich so einen Bauchklatscher da so schön mache. Und das ist natürlich toll. Ja, der Vorteil von dem Platz hier ist auch noch, ihr könnt hier nicht nur Wakeboard fahren, sondern ihr könnt zum Beispiel auch, und das wäre jetzt was, was mir gut gefallen hätte, wenn es jetzt wärmer wäre, ein Stand-Up-Paddle mitnehmen und ihr dürft da Stand-Up-Paddeln gehen auf dem, das ist ja die Maas. Ist das die Maas? Ja, und zwar macht ich glaube, das ist ein See. Nein, das ist kein See. Okay. Alfred. Aber wenn ihr jetzt hier mal schaut, also hier ist überall grün drumherum, das sieht also wirklich richtig toll aus, ne? Hm? Ja. So, das ist ein See. Dieser See entsteht aber aus der Maas. Hab ich doch gesagt. Ja, weil die Maas fließt so und so. Und wir stehen hier gerade in Remont und in Remont macht die Maas so ganz komische Dinge. Das hat auch einen Namen. Maasplatz oder sowas. Ne? Auf jeden Fall macht die Maas da ganz wilde Dinge und macht daraus ganz viele Seen und sowas. Das ist, eigentlich ist die Umgebung hier wunderschön, weil man im Grunde genommen umgeben ist von Wasser. Hier ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser. Das ist wunderschön, wenn es ein wunderschöner Stellplatz wäre. Der ist es aber nicht. Ja, aber das ist es nicht. Wie gesagt, jetzt nochmal, wenn ihr vorne in der ersten Reihe steht, habt ihr natürlich einen tollen Platz. Ne? Aber ich denke mal, selbst dieser Platz ist dann keine 40 Euro wert. Und okay, jetzt haben wir Hunde, dann eben 30 Euro, ne? Ja. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr hier mal so rumguckt, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera jetzt sehen könnt, da ist wahnsinnig viel Grün. Ihr könnt hier um den See rumlaufen und da ist wahnsinnig viel schönes Grün. Und da sollen auch überall irgendwelche Ausflugslokale sein, wo man dann hier in dem einen oder anderen Café noch was zu sich nehmen kann. Ne? Wie zum Beispiel da hinten, da ist so ein weißes Zelt hinter dem Baum, hinter dem Wohnmobilen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein ganz beliebtes Lokal. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier an der Wakeboard-Anlage. Es wackelt hier furchtbar, wo ich stehe. Und wir haben den Sven hier getroffen. Hallo. Du arbeitest hier? Unter anderem, genau. Ich arbeite hier und fahre hier auch Wakeboard. Jawohl. Ja, und das Lustige ist, wir haben gedacht, du bist nur hier einfach ein Mitarbeiter, aber nein, du bist auch ein Camper, ne? Ich campe auch ab und zu hier, richtig, genau. Das ist total cool. Wir fanden die Anlage total interessant, weil wir mögen sowas. Ja. Wir können das nicht. Wir haben das noch nie ausprobiert. Ja. Aber die sieht ganz schön groß aus, eure Anlage hier, oder? Also die Anlage hier ist, ja, es ist verhältnismäßig eine große Anlage. Es gibt natürlich noch andere Anlagen, die viel größer sind, aber auch kleiner. Das ist halt eine mittelgroße Anlage, genau. Ja, und was kostet sowas, wenn ich das mal testen möchte? Ah, die Preise weichen nicht ganz so auswendig. Dann nerv ich gleich deinen Chef damit. Genau, am besten meinen Chef nerven, ja, richtig. Der kann dann der weiß den Preis auf jeden Fall besser als ich. Ja, und ihr seid wahrscheinlich im Sommer ziemlich besucht, gut besucht. Wir sind im Sommer auch gut besucht, ja, aber auch in der Vorsaison und Nachsaison sind wir ganz gut besucht. Dann haben wir halt die vier Jahreskartenfahrer meistens hier vor der Saison und nach der Saison
Und in der Hauptsaison sind viele Touristen da. Ja, ja. Genau. Ist auch sehr schön gelegen, direkt hier am Wasser. Und auch hier haben wir die große Bucht. Da sind auch viele Schiffe im Sommer immer hier, ja, die da vorne anlegen. Und wir haben hier auch zu meiner Rechten eine große Wiese, wo man sich auch im Sommer gut hinlegen kann, wo man ins Wasser gehen kann. Also wir sind hier sehr gut besucht. Wir lieben das ja total, das einfach zu beobachten, wie andere das machen. Ja? Ja. Also ich könnte mir vorstellen, mich jetzt echt da auf die Wiese zu setzen und das stundenlang zu beobachten. Aber was wäre denn, ich neige ja immer dazu, dass ich das mal testen möchte. Ne? Ja. Aber ich habe ja sowas nicht. Also ein Board und ein, ja, ich brauche ja hier so ein, also du bist ja irre mit der kurzen Hose heute. Es geht, also das Wasser ist warm genug, der Wind ist ein bisschen stärker heute, aber vom Wasser her ist es eigentlich warm genug. Wenn du anfangen möchtest, du kannst bei uns im Shop, kriegst du alles. Du kriegst die Wasserskier, du kriegst die Wakeboards, du bekommst die Westen, bekommst Neoprenanzüge, Helme, also alles, was du willst, bekommst du. Ja. Und ich würde dir halt raten oder generell raten, den Anfängern erstmal im Wasserski anzufangen, ja, damit man die Anlage kennenlernt, damit man den Zug kennenlernt. Und danach kann man dann umsteigen, wenn man möchte, auf ein Easy Up oder auf ein Wakeboard dann. Ja, ich denke da ernsthaft drüber nach. Ja, sehr gerne. Also ich bin morgen hier am Hebeln, ja, komm morgen gerne vorbei und was dann kann ich das zeigen. Was ist, wenn ich da hinten hinfall? Kommst du mich holen oder muss na, ich da musst du leider ein bisschen zu Fuß gehen. Also wir haben hier auf der linken Seite haben wir relativ viele Stege. Also man, ja, muss nicht weit schwimmen, wenn man hinten rausfällt. Und rechts haben wir halt, ist auch Ufernähe. Also man hat nie einen weiten Weg bis hierhin. Ach so, okay. Da muss ich selber rausklettern und dann alles zurückschleppen. Du musst selber raus und alles zurückschleppen. Ja, also wir kommen nicht, leider nicht abholen. Das ist nicht im Preis inbegriffen. Okay, sehr schade. Dann überlege ich mir das nochmal. Ja, aber ich kann es nur empfehlen, im Sommer, gerade im Sommer, mit dem Panorama hier am BC, macht sehr viel Spaß. Ist total schön hier bei euch. Wie lange seid ihr hier bis? Wir sind ja nicht so angetan von dem Stellplatz, also leider nur bis morgen. Ah, okay. Wir ansonsten suchen uns ja morgen was anderes. Ja, schade, weil wie gesagt, wird es morgen das Wetter noch besser werden, ja, und am Sonntag auch. Und dann ist es hier wirklich, ist jetzt schon traumhaft und dann ist es noch, ja, noch besser. Oh, vielleicht überlegen wir, vielleicht, du hast ja gesagt, da ist auch noch ein Campingplatz. Genau. Wir müssen mal drüber nachdenken. Dankeschön. Sehr gerne. Sven zeigt uns jetzt noch was. Was denn? Er macht einen Trick. Er macht einen Trick? Boah, die sind ja alle so cool drauf und so nett und so lieb. Mega. Ja, jetzt hat er sich da die Bauarbeiterstiefel angezogen auf dem Brett. Jetzt kommt Sven. Oh. So, dann haben wir hier noch eine super schöne Terrasse. Genau, hier kann man was essen, was trinken, Geburtstage feiern, Hochzeiten feiern. Da oben ist noch eine mega geile Event-Location. Ja, also das hier finde ich cool. Und das reicht damit das vielleicht doch wieder raus. Uns einmal den Shop hier an. Draußen, das hat der Sven uns ja schon ganz schön erklärt, aber hier ist der eigentliche Shop dafür. Hier kann man sich nämlich alles leihen, was man braucht, ne? Hallo. Hallo. Guten Abend zusammen. Abend. Hi. Euer Mitarbeiter, der Sven, ja, hat uns schon alles ganz toll erklärt da draußen bei euch. Und jetzt möchten wir von euch noch wissen, ich überlege das morgen mal auszuprobieren, ja? Ja. Ich habe ja aber natürlich nichts. Das heißt, kann ich mir alles hier bei euch leihen? Du kannst eigentlich einfach nur im Bikini mit Handtuch kommen und dann bist du startklar. Du kriegst ein Wetsuit von uns, okay, du kriegst Wasserskier, wir haben Wakeboards hier. Wir haben eigentlich alles an Leihmaterial, was man braucht als Anfänger oder First Starter haben wir, ja, hier. Also eigentlich, wie gesagt, ein Handtuch und ein Bikini und dann können wir und loslegen. Und dann geht's los. Ja. Kann man das auch kaufen bei euch oder was ist das? Das ist im Prinzip einfach Markenprodukte, die wir verkaufen, die spezialisiert sind aufs Wakeboarden. Das ist einmal Follow, das ist aus Australien. Das ist so eine allgemeine Neo-Firma wie O'Neill. Die machen Schwimmwesten, Prallschutzwesten, die man im Wasserski oder Wakeboarden braucht. Die machen ganz normale Neoprenanzüge. Die machen Wasserski-Wakeboard-Hanteln, Helme. Dann haben wir unten, das sind die Bindungen, das sind letztendlich die Schuhe, die auf so ein Board kommen, womit man dann fährt. Die sind von Liquid Force.
Das sind die Bretter von verschiedenen Marken wie Hyperlite, Ronix und Liquid Force in unterschiedlichen Größen. Okay, ich sehe jetzt gerade mal so einen Preis hier. Also ja. 620 Euro für so ein Board, ist das so Standard? Ist das schon geil oder ist das noch... Das ist sowieso eins der geilen Boards oder der ultimativen Boards. Okay. Damit hast du eigentlich alles. Ist dadurch das teure Board. Einsteigerboard wäre das für 460 Euro. Gibt aber auch Marken wie zum Beispiel jetzt Decathlon, die verkaufen ihre Boards schon für 250 Euro. Also man kann auch ganz günstig einsteigen. Das ist für euch aber dann, sag ich mal, nicht so toll. Also nö, ich persönlich, ich selber fahre ein Decathlon-Board. Okay. Also das ist einfach, liegt im Auge des Betrachters. Gut, wie kamt ihr dazu? Wie lange seid ihr hier? Was macht ihr hier? Also ich weiß, wir sind ja jetzt das erste Mal. Ja. Also wir sind seit 2017 hier. Okay. Und, also 5 Jahre jetzt schon? 5 Jahre, genau. Das hat angefangen mit dem Hannes, der hatte mehrere Jahre davor schon drüben an der Eule Hüske, an der Marina, eine Wakeboard-Bootschule, wo man einfach ein Boot mieten konnte. Dann hat man Wakeboard fahren gelernt, Wasserski fahren oder Bananaboot fahren, wie man das aus Spanien kennt. Oh, das ist auch lustig. Ja, das ist mega lustig. Da konnte man seinen Junggesellenabschied feiern und... ja, so hat sich das irgendwie aufgebaut, dass dann irgendwie die Passion größer wurde und man auch eine größere Community hatte. Und eine große Community braucht Platz und die gehen nicht alle hinter ein Boot. Und dann hat sich so eine Anlage halt für sinnvoll erklärt. Okay. Vielen Dank, ja, ihr seid eine echt nette Truppe. Also ja, auch draußen eure Gäste, ne? Also die, das sind so lockere ja, das Leute. Ist die BC-Community. Das ist übrigens unser Merch, das machen wir jetzt seit diesem Jahr auch. Ja. Das ist dann einfach... ja, das hat sich so ein bisschen ergeben, dass die Anfrage da war und dann haben wir gedacht, ja, so hat man irgendwie... Kennen wir, kann man wir haben gerade auch angefangen. Ja. Irgendwie ist das total, es ist total crazy, wenn man dann jemanden mit seinem Shirt ja. irgendwo langlaufen ja, sieht. Ne? Das ist wirklich total krass. Das ist ein ja. cooles wir. Gefühl. Ja, ja, das ist Hammer. Super. Schau mal hier rüber, der Hannes ist ja so ein Ruhigen, der will ja nichts sagen. Ne? Und der Hannes ist ja, glaube ich, hier das Auge, das Köpfchen ne? von der ganzen Anlage. Gib ihm mal das Mikrofon, ne? Sprech mal mit ihm. Wenn der alles soll, sag mal, nein, ich will nicht. Ja. Das ist alles bei dir in deinem Kopf entstanden, das hier alles zu machen? Ja, quasi, genau. Ja. Ja. Stimmt. Das ist schon krass. Wie kommt man auf die Idee? Also du bist wahrscheinlich selber Wakeboarder gewesen, ganz genau. normal. Und wie kommt man auf den Trichter, ich baue mir jetzt hier so eine Anlage hin? Ja, aus Leidenschaft einfach. Ne? Das ist ja. so ein bisschen meine Lebensphilosophie, dass man der Leidenschaft halt folgt und Dinge macht, die einem Spaß machen. Und so ist das Step by Step über die Jahre gewachsen. Und dann ergeben sich halt Möglichkeiten, wo man gar nicht dran gedacht hätte, ne? Am Anfang. Ja. Total krass. Also ich finde es hier bei euch super schön. Ne? Das freut uns. Ja. Das war's jetzt. Wenn Feierabend? Jawohl, Feierabend für heute. Bis dann. Wir haben gerade erfahren, nach dem netten Gespräch mit nach Hannes. Nach dem netten Gespräch, man muss ja manche Dinge klarstellen. Also das Toilettenhaus ist sehr schwer sauber zu halten, weil zum einen wird er vom Stellplatz genutzt, zum anderen aber auch von dieser ganzen Wakeboard-Anlage. Und jeder, der hier nur zum Spazierengehen vorbeigeht, der geht da auch nochmal schnell auf Klöchen. Die gehen halt regelmäßig rein, aber nach 10 Minuten sieht es wieder genauso aus. Ja, vor allem, wenn die Anzüge ausziehen auch, ne? Genau, genau. Und das auf dem Boden, das ist einfach, weil die ihre Anzüge da drin ausziehen und alles, ne? Und dann kommt... Da schwimmt ja auch Seegras und sowas drin rum und deswegen sah es da halt auch aus, wie es aussah. Aber was wir noch erfahren haben, die Anlage, so wie sie jetzt da steht, wird nächstes Jahr abgerissen und da wird eine komplett neue gebaut. Mhm. Also so schlecht ist es hier doch nicht. Also jetzt, wo ich die Wakeboard-Anlage... Also ich finde meinen Stellplatz immer noch scheiße und ich ja. bin auch immer noch sauer über den Preis. Aber hier die Wakeboard-Anlage, die hat das echt rausgerissen, weil... Der Gino und der Hannes und auch der Sven, die sind total lieb und nett und wir haben uns total toll hier unterhalten und das ist einfach, boah, das sind so lockere Leute, ne, so Beach Boys sind das, ne, das sind so richtige Beach Boys. Ja, und das hat Spaß gemacht und das war ein schöner Abend hier, das hätte ich eben noch nicht gedacht, nein, ne? dass das so nett wird. Jetzt gucken wir uns hier am See noch einen schönen Sonnenuntergang an und dann war der Abend quasi doch perfekt. Ja. So, wir sagen tschüss. Schönen Feierabend euch. Dankeschön. Viel Spaß noch. Ist jetzt ein bisschen beruhigter. Also wenn ich jetzt hier so stehe, muss ich ja ein bisschen revidieren. Ich meine, den Preis kann man nicht wegrevidieren, aber schaut euch das mal an. Ah, das ist schön das hier. Das ist toll. Ja. Das gebe ich zu. Das ist jetzt schön. Ja, und wenn ihr in der ersten Reihe steht, habt ihr natürlich einen Top-Platz, ne? Ja,
In der ersten Reihe ist super. Und in der ersten Reihe gibt es auch Strom, nur wir in der zweiten Reihe haben keinen Strom. Brauchen wir ja nicht. Nee. Ja. Aber dann sollen sie den Platz auch billiger machen. Aber hast du ja gerade gehört, was Hannes gesagt hat. Wenn die Leute es zahlen, warum soll es billiger machen? Ja, das stimmt. We come alive in the nighttime. Something about how we dance. Leute, mal bestimmt erst mal dasselbe, ne? Gibt immer momentan die kleinen Bürstchen, ne? Die sind lecker, ne? Ja, wir hatten halt Lust zu grillen, ne? Ja. Und hier steht man jetzt. Ja, wir wollen nicht alles schlecht machen, ne? Wenn ich da hinten Sonnenuntergang sehe mit der Wakeboard-Anlage, mit dem, sieht schon schick aus. Das ärgert mich ja einfach nur mit dem Preis, ne? Ja. Ich habe mich aber ein bisschen beruhigt. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a knife, trusty fruit, and here's a hand of fire. Was ist mit deinem Hund? Weiß ich nicht. Was machst du da? Ich bin fleißig. Oh, Prüfung? Ja, am Donnerstag ist es soweit, ne? Theorieprüfung, also liege ich hier in der Sonne und mache noch ein bisschen Prüfungssimulation. Jetzt geht die Sonne gerade Gott sei Dank mal ein bisschen weg. Es ist schon ganz schön warm hier, es ist schon heiß. Ich bin froh, dass wir heute hier geblieben sind, weil man hier am Wasser ist. Ah, wird so schön sein. Jürgen, wie geht's dir denn da unten? Ja, wunderbar. Schön? Wetter ist schön, ne? Bisschen Wetter warm ist, oder? Wetter ist bestens hier. Aber warm, ne? Aber heiß. Komm raus, Zeug. Würden wir ihn rauslassen? Kannst du rauslassen, ja. Lennox, bist du auch so kamerageil? Bist du auch so kamerageil? Wir haben nur kamerageile Hunde. Und Jürgen auch, ne? Jürgen total. Und da Jana. Und auch schon. Aber du wolltest doch so nicht, oder? Ja, das ist harmlos. Das ist so nicht da. Herrlich. Aber es kann nun schlechter treffen, glaube ich, ne? Es ist ganz schön hier, ne? Es gibt Leute, die reden schlecht vom Platz. Aber nur wenn die zweite Reihe. Ich schwenk mal weiter. Aber nur wenn sie zweite Reihe stehen müssen. Ihr Lieben. Das war das Video von dem Stellplatz in Romont am Wakeboard Park. Wochenende schon wieder vorbei. Ja, ja, man sollte manchmal nicht so voreilig sein. Das habe ich jetzt gemerkt, nachdem ich Freitagabend hier alles schlecht machen wollte und echt sauer war und mich geärgert habe, dass ich direkt vorne an der Säule mal eben 40 Euro bezahlt habe, musste ich es leider nachher wieder revidieren und sagen, es ist ein toller Stellplatz. In der ersten Reihe. In der ersten Reihe. Und wie wir euch, wie ihr auch gesehen habt, die Wakeboard-Anlage und die Jungs da drin. Also das ist wirklich Lebensgefühl, ne? Ja. Die leben das, ne? Also wenn einer von euch mal hier hinkommt, geht die Jungs gerne mal besuchen. Die sind total cool. Die sind echt cool. Mega. Ihr könnt Wasserski fahren, Wakeboard fahren für Anfänger. Es gibt Schulungen. Also wirklich tolle Jungs. Daumen hoch. Ja, ich habe ja lange darüber nachgedacht, ob ich das am Samstag mal teste. Ich hätte da echt total Bock drauf, aber... Ich habe echt Schiss, mich da zum Horst zu machen, ne? Und einen Bauchplatscher zu machen. Ich habe mir das gerne angeguckt. Was mich jetzt so ein bisschen geärgert hat, es war ja ein ziemlich warmes Wochenende. Hätte ich gewusst, dass man hier Stand-Up-Paddeln kann, hätte ich mein Stand-Up-Paddle eingepackt.
Das ärgert mich jetzt wahnsinnig, dass ich das nicht mitgenommen habe. Jetzt müsstest du eigentlich wieder sagen, Holger, wir haben 4,5 Tonnen, warum ist das nicht da hinten drin? Wir sind noch nicht eingespielt auf 4,5 Tonnen. Nein. Wir sind immer noch bei 3,5 Tonnen und denken uns, oh, was nicht unbedingt mit muss, kann auch zu Hause bleiben. Mhm. Und im Winter brauchten wir definitiv kein Stand-Up-Pedal. Nein. Und das ist auch noch nicht wieder ins Wohnmobil gewandert. Aber es geht jetzt da rein, bald. Wir sind ja auch bald in Kroatien. Ja. Und da brauchen wir es. Das hätte ich gern gemacht, da hätte ich richtig. Und ich glaube, ich werde noch ein zweites kaufen. Ja, du brauchst auch eins, ne? Mm. Du mit der Betty, ich mit der Wilma. Das ja, da gibt bin ich in mal Kroatien gespannt. Einen Riesenspaß. Ja. Ja, Lieben, das war eben der kleine Einblick hier in diesen Stellplatz am Wakeboardpark in Remont. Also, ich sag jetzt Daumen hoch bis auf den Preis. Ja, genau. Was mich ja gestört hat, waren die Toilettenanlagen, aber da haben wir ja erfahren, dass die abgerissen werden und neu gebaut werden. Das ist natürlich auch was Tolles, ne? Mhm. Dass hier dann auch noch mal investiert wird. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal oder drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Richtig. Dann seid ihr immer schön mit dabei, wenn wir auf Reisen sind oder so Wochenendtrips machen. Ja, folgt uns auch gerne auf Instagram. Da erfahrt ihr ja Dinge wie immer schneller und früher. Das hat man jetzt wieder gesehen an der Klamottengeschichte, ne? Dass es unsere Hoodies zu kaufen gibt. Ja. Konnten wir bisher leider nur auf Instagram machen und noch nicht auf YouTube. Also Instagram lohnt sich auf jeden Fall immer. Richtig. Und jetzt sagen wir Ende Gelände. Tschüss. Tschüss.